Ich habe ständig dieses Bild vor Augen, wie ich neben Rebecca sitze, auf einem hellbraunen Stuhl an der rechten Seite des Kinderbettchens, so nah bei ihr, dass ich ihr über die Stirn streichen kann. Ich starre immer die Tapete an, wenn ich die Schmerzen in Rebeccas Gesicht nicht mehr ertrage. Vor der Zeit kennen viele a Doktor a Menschen nicht a weghargenen. Wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist, kann dich selbst ein Doktor nicht umbringen. Meine Großmutter, eine in jeder Hinsicht Respekt einflößende Frau, hasste Ärzte und Krankenhäuser. Ein Schnappschuss für Carlotta. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Nach dem gleichnamigen Roman von Linda Barnes. Sie sehen erschöpft aus, Mrs. Everett. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen lassen? Mrs. Everett, das war ich, sozusagen in meiner Undercover-Rolle. Diesen Plan hatte ich ausgeheckt, um bei dem unnahbaren, unerreichbaren, im Rufe eines Heiligen stehenden Dr. Jerome Muir einen Termin zu erhalten. Ich, also Mrs. Everett, war eine vornehme Lady, Mitglied eines Wohltätigkeitsvereins, der dem Heiligen Muir einen Preis zu verleihen gedachte. Mit viel Geld, versteht sich. Wenn Sie sich nicht gut fühlen, unterbrechen wir das Gespräch. Selbstverständlich. Ich wurde zu Mrs. Sandra Everett mit einer Perücke und teurer Kostümjacke und fing sofort an, fürchterlich zu schwitzen. Nein, eine Mrs. Sandra Everett schwitzte nicht. Sie transpirierte. Was nicht heißen soll, die Auszeichnung durch Ihren Club sei für uns nicht ehrenvoll und, dringend. Ich behauptete, mir sei etwas schwindlig. Vielleicht, weil die so lang erhoffte Nähe zu ihm endlich da sei. Und der Chef der Elite-Klinik Jonas Hunt Helping Institute, kurz Institute genannt, schluckte meine Ehrfurcht, ohne mit der Wimper zu zucken. Im Namen unserer Institution, wie auch meiner Wenigkeit, danke ich Ihnen für die Ehrung und die damit verbundene Gabe. Mir war zum Kotzen zumute. In Dr. Muirs Institute war die siebenjährige Rebecca Woodrow an einer durchaus heilbaren Leukämie gestorben. Und niemand konnte meine Klientin Emily Woodrow davon überzeugen, dass es ein natürlicher Tod gewesen sei. Wohltätigkeit ist das Herz einer Gesellschaft. Und Spenden, Stiftungen und ehrenamtliche Arbeit sind der Lebenssaft des privaten Krankenhauswesens. Nun, wir hofften inständig, dass Sie annehmen würden. Emily Woodrow hat sie in so glühenden Farben geschildert. Emily Woodrow? Deren kleine Tochter hier behandelt wurde. Das ist ja ungemein weitherzig von Mrs. Woodrow. Ich dachte, sie hätte eher bittere Gefühle. Sie wissen ja sicher, dass die Therapie bei ihrer Tochter nicht... ihre Tochter ist gestorben. Es war eine seltene Art Leukämie. Die aber heilbar ist, habe ich mir sagen lassen. So Gott will. Und worin bestanden die Komplikationen? Mrs. Everett, kommen wir zur Sache. Er erhob sich. Sein Händedruck war fest und trocken. Er duftete nach einem herben Aftershave, das den Krankenhausgeruch erfolgreich überdeckte. Wir hätten uns im Konferenzzimmer irgendeines großen Konzerns befinden können. Und während ich die Preisurkunde eines nicht existenten Wohltätigkeitsvereins mit der Ankündigung einer respektablen Geldüberweisung, die nie erfolgen würde, in Dr. Muirs gepflegte Hände legte, hatte sich mein Verdacht bestätigt. Wenn der so viel beschäftigte Chef sich sofort an den Namen Woodrow erinnerte, muss an jenem Tag, als Rebecca starb, eine Riesensauerei passiert sein. Ich war froh, unerkannt wegzukommen. Im Kopf die schmerzliche Stimme meiner Klientin. Die Krankenschwester hat den Tropf angeschlossen. Und dann ist da plötzlich ein Mann in Weiß. Er poltert herein, brüllt herum, schiebt mich aus dem Zimmer, stößt mich hinaus. Und durch ein kleines Fensterchen kann ich die Maske sehen auf Rebeccas Gesicht. Er presst sie ihr auf Mund und Nase. Die Laute, die sie von sich gibt, sie verfolgen mich im Schlaf. Im Flur beäugte mich ein Arzt neugierig, verschwand dann aber in einem Seitengang. Ich fand das nebensächlich. Mir fiel nur auf, dass der Mann entsetzlich nach Eau de Cologne roch. Das gab mir den Rest. Ich schaffte es mühsam nach draußen und übergab mich in einen rosa blühenden Rhododendron.
Konnten Sie denn Mrs. Woodrow in irgendeiner Weise behilflich sein, Carlotta? Normalerweise brauche ich keinen psychiatrischen Berater dabei, Mr. Donovan. Oder warum fragen Sie? Vergessen Sie nicht, Emily Woodrow ist in erster Linie meine Patientin. Wer singt denn da? Haben Sie eine Katze? Ja, aber das ist Ross, meine Untermieterin. Ich komme doch hoffentlich nicht ungelegen. Sie müssen ja nicht mitsingen. Was wollten Sie über Mrs. Woodrow sagen? Ich bin zu Recht beunruhigt, wenn eine Privatdetektivin einen Gefühlschaos anrichtet. Sprechen Sie von Mrs. Woodrows Gefühl? Sie haben sie mir doch selbst gebracht, Mr. Donovan. Nennen Sie mich einfach Keith, Carlotta, wenn Sie einverstanden sind. Ich habe Sie erwähnt als jemand, der nicht bedrohlich für Sie sein würde, falls Mrs. Woodrow vorhätte, eine bestimmte Sache zu untersuchen. Sache? Mrs. Woodrows Kind ist vermutlich umgebracht worden. Keith, ich weiß nur noch nicht wie. Sie gehen plump vor, Sie machen alles kaputt. Sie treiben einen Keil zwischen mich und meine Patientin. Sie war eine wohlhabende Erbin und konnte sich ohne weiteres einen Psychotherapeuten und eine Privatdetektivin leisten. Als ich sie durch Keith, ihren Therapeuten und meinen Nachbarn kennenlernte, fiel mir auf, wie verschieden sie auf uns beide reagierte. Gegenüber Keith tat sie hinfällig, vom Tod ihrer kleinen Tochter wie gelähmt. Kaum ließ er uns allein, hatte sie mir nicht nur resolut einen happigen Scheck zugesteckt, sondern auch einen Briefumschlag, in dem zwischen brillant fotografierten Schnappschüssen ihrer Tochter Rebecca ein Schnipsel einer Medikamentenfolie lag. Sie hatte mich ausdrücklich gebeten, Keith gegenüber nichts davon zu erwähnen. Ich habe von Ihnen erwartet, dass Sie Mrs. Woodrow durch Ihre Recherchen beruhigen können. Und dass Sie mir dadurch meine therapeutische Arbeit erleichtern. Nämlich dieser Frau in ihren selbstzerstörerischen Schuldgefühlen wieder Lebensmut zu geben. Er hatte ungefähr meine Größe, war gut gebaut. Schmale Schultern, aber noch schmalere Hüften. Er saß aufrecht im Sessel mit seinem langen Oberkörper. Bei mir sind die Beine für die Länge verantwortlich. Ich bin 1,85. Aber seit Sie in diesem Todesfall herumrecherchieren, gewinnt man den Eindruck, Sie seien hinter lauter Mördern her. Mrs. Woodrow hat Tage und Nächte lang am Bett ihrer Tochter gewacht. Sie sagt, sie hat am Todestag jemanden ins Zimmer stürmen sehen, der ihrem Kind eine Maske aufs Gesicht drückte. Wer immer die Chemotherapie beaufsichtigt hat, hat womöglich gesehen, dass es mit dem Kind zu Ende ging und versucht, es wiederzubeleben. Und glauben Sie mir, Carlotta, wenn irgendetwas Unkorrektes in jenem Zimmer vor sich gegangen wäre, hätte Dr. Muir die Sache mit Argusaugen verfolgt. Er hat einen makellosen Ruf. Und was machen Sie so mit Mrs. Woodrow? Das therapeutische Ziel ist, Mrs. Woodrow dazu zu bringen, ihr gewohntes Leben wieder aufzunehmen. Längere Ermittlungen würden ihr kaum dienlich sein. Nun, ich glaube nicht, dass Sie vorhatten, herzukommen, um mich zu beleidigen. Aber Sie sind ziemlich nahe dran, Keith. Unsere Blicke trafen sich und ich hätte fast gelächelt. Sie sind überempfindlich? Er grinste und ich dachte, wow. Jedes Mal, wenn ich mich mit einem hübschen Typen herumstreite, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass die Hormone in Wallung geraten. Sie betrügen mich nie. Aber kaum turnt mich ein Typ an, schon ist er der Falsche für mich. Wieso kann ich mich nicht in irgendeinen seelenvollen, lieben, netten Mann verknallen? Ich will Emily nur helfen, eine abschließende Lösung zu finden. Und die Wahrheit? Als ich noch Polizistin war, habe ich mir angewöhnt, jeden Todesfall als verdächtigen Todesfall anzusehen. Denn sonst hat man schon alle Spuren zertrampelt, bevor einem aufgeht, dass womöglich ein Verbrechen passiert ist. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Dr. Muir hat Emily Woodrow an mich verwiesen. Das bedeutet doch wohl, dass er meiner Therapie vertraut. Genauso gut kann es bedeuten, dass er sie gut genug kennt, um sicher zu sein, sie würden Mrs. Woodrow einlullen. Sie spinnen ja. Und weshalb hätte ich dann Mrs. Woodrow zu Ihnen geschickt? Weil Sie dummerweise sicher waren, ich würde beim Einlullen helfen. Jetzt sind Sie aber nahe an einer Beleidigung. Er schien es zu bereuen, mich in die Sache verwickelt zu haben. Aber er entschloss sich zu einem herzlichen Lächeln und sah mir lange in die Augen. Ich glaube, ich sollte Sie mal zum Essen ausführen, Carlotta. Was meinen Sie? Er stand unerwartet schnell vor mir, sehr nahe, sehr sexy.
In seinen Augen sah ich wie in einem Spiegel die Tür aufgehen und meine Untermieterin Ross hereinschneien. Oh, ich störe wohl. Das juckte sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie sah Keith Donovan unverhohlen an. Und er ging sofort darauf ein, wie programmiert. Was bedeutet denn der Spruch da? Na, das, was Sie lesen. Ross trug eins ihrer Wahnsinns-T-Shirts. Sie ist an der Stelle, wo T-Shirts bedruckt werden, besonders eindrucksvoll gebaut. Diesmal hieß der Text: 95% aller Männer, die Camels probiert haben, ziehen Frauen vor. Ich hatte mir den Schnipselfolie ein Dutzendmal angeschaut. Gegen das Licht gehalten, schien er die Farbe zu wechseln. Eine Ecke war etwas verbogen, die andere sah aus, als sei sie mit einer Nagelschere von einem größeren Stück abgeschnitten worden. Unter der Lupe erkannte ich ein Firmenlogo, Seco. Ich klapperte alle Pharmafirmen ab, aber nirgends fand ich dieses Logo, Seco. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als im Krankenhaus weiterzuforschen. Über die Ärzte gab eine Hochglanzbroschüre Auskunft. Und es war leichter, an einen von ihnen heranzukommen, als an den unnahbaren Chef Jerome Muir. Ich verkleidete mich diesmal als Journalistin und wählte mir Dr. Ransel aus. Wenn Muir nach Aftershave roch, dann war das dezent. Dr. Ransel hüllte sich in eine Duftwolke und er hatte es darauf angelegt, mir möglichst sehr nahe zu kommen. Sie sind von einer Zeitung? Und trotzdem sind Sie reingelassen worden? Ja, ich bin mit Dr. Muir befreundet. Ach du meine Güte. Ich klinge immer viel überzeugender, wenn ich lüge, als wenn ich die Wahrheit sage. Dr. Ransels Arztkittel war zerknittert und fleckig und er hatte die Ellbogen auf dem Tisch. Ich reichte ihm eine meiner gefälschten Visitenkarten, die er kaum beachtete. Also, was wollen Sie wissen? Das Mädchen hieß Rebecca Woodrow. Ich mache eine Titelstory über ihren letzten Lebenstag. Erinnern Sie sich an sie? Ein 7-jähriges Mädchen zur Chemotherapie hier. Sie reden mit dem Falschen. Ich habe nichts mit der Chemo zu tun, das erledigen Krankenschwestern. Für meine Story müsste ich mal mit Leuten sprechen, die als Letzte das Kind lebend gesehen haben. Mein Chefredakteur steht auf solche Sachen. Da bin ich aber froh, dass ich nicht Ihren Job machen muss. Ich müsste also die Schwester interviewen, die für die Chemobehandlung zuständig war. Bei einem kleinen Mädchen, das plötzlich gestorben ist, im Januar. Anfang Januar. Ich nehme mal an, das war Tina. Tina Sukia. Eine schöne Frau. Sie arbeitet nicht mehr hier. Ach so. Was bezweckten Sie eigentlich mit Ihrer Verkleidung als Wohltätigkeitsfee Everett? Glauben Sie, ich hätte nicht bemerkt, wie Sie an Ihrer Perücke zupften? War wohl heiß, was? Wie dumm von mir, dass ich nicht sofort gemerkt hatte, woran Dr. Ransels Duftwolke mich erinnerte. Er war der Arzt, der mich aus dem Zimmer von Dr. Muir hatte kommen sehen und mir nachgeblickt hatte. Ich hatte einen Fehler gemacht, aber sein Fehler war größer. Indem er mir verriet, dass er den Hokuspokus mit dem Wohltätigkeitspreis an seinen Chef für einen Journalistentrick hielt, war ich in dieser Maske umso sicherer. Ich mache Ihnen einen Vorschlag zur Güte. Ich verrate nichts und Sie rühren für uns die PR-Truppe. Einverstanden? Wir brauchen nämlich wirklich dringend Geld für unsere Neubauvorhaben. Sie bauen? Warum? Ich habe eine Menge leerstehender Gebäude in der Nachbarschaft gesehen. Das alte Fabrikgelände ist vollkommen verrottet. Verstehe. Sie sind fürs Geschäftliche zuständig, Dr. Ransel. Ich bin Wissenschaftler. Gentechnologie. Nebenbei noch Leiter der Krankenhausapotheke. Sie können mich da gerne mal besuchen? Er hatte eine Stimme wie ein gut gestrichenes Cello. Aber mir war er zuwider. Ich konnte ihn einfach nicht riechen. Hallo? Kann ich bitte Tina sprechen? Wer ist denn dran? Ich rufe vom Institut an, wegen Tinas Ausscheiden aus dem Dienst. Wieso denn das? Wie Sie sicher wissen, müssen wir Tinas letzten Wochenlohn zurückbehalten, bis die Formalitäten abgeschlossen sind. Tina ist noch nicht da, aber sie müsste gleich kommen. Gut. Hören Sie, machen wir doch Folgendes. Wir haben eine Sachbearbeiterin gleich in Ihrer Nähe. Die Dame könnte kurz bei Ihnen reinschauen, wenn Tina da ist. Okay, soll sie kommen. Diesmal tarnte ich mich als Behördentussi. Nach zwei gestanzten Metallstreifen zu urteilen, die über der Klingel von Buswell 551 klebten, teilte Tina Sukia die Wohnung 4D mit Tony Foley. Ich drückte auf die Klingel. Tina? Ein metallisches Quietschen kam aus der Sprechanlage. Bist du's? Schlüssel vergessen?
Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte er den Türöffner. Ich stieg das Treppenhaus hinauf, hörte, wie eine Tür entriegelt wurde. Sind Sie etwa die Lady, die wegen der Kündigung kommen sollte? Ja. Sie haben bestimmt Schiss, von Tina verklagt zu werden, was? Seht mal, was erzählt. Oder kriegt sie eine Abfindung? Na, kommen Sie rein. Vermutlich wäre er gern eine ganze Weile mit mir allein gewesen. Aber noch lieber hätte er es gehabt, wenn ich einen dicken Scheck mitgebracht hätte. Auf dem Fensterbrett lag das Foto einer jungen Frau mit einer weißen Krankenschwesternhaube auf dem Kopf. Sie hatte ein herzförmiges Gesicht und kluge Augen. Und sind wir oder was? Kommt sie aus Indien? Korea. Ich bin Ehre. Ich riech's. Glauben Sie, dass sie Überstunden macht? Möglich. Sie können ja zum Essen bleiben. Tina kommt schon, ne? Ich könnte es auch bei Ihrer neuen Arbeitsstelle versuchen, wenn Sie mir die Adresse sagen. Hey, Sie wollen ihr doch nichts anhängen. Im Gegenteil. Na gut. Sie ist jetzt in einem Laden namens C-Co. Eine Abkürzung für was? Forschungsmedizin oder sowas. Sie hat ja gerade erst dort angefangen. Und? Was macht sie da? Soll sie Ihnen selber sagen. Sie haben tolles Haar, wissen Sie? Super rot. Wollen Sie vielleicht die Jacke ablegen oder sonst was? Pogo! 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 Sie kam nicht nach Hause. Pogo! 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 Den ganzen nächsten Vormittag verbrachte ich damit, Telefonbücher zu wälzen, Varianten von C-Co durchzugehen und Sekretärinnen mit nutzlosen Anrufen zu ärgern. Doch ich fand keine Spur von der Firma, zu der Tina Sukia angeblich gewechselt hatte. Tina selbst ging nicht ans Telefon, ihr Freund auch nicht. Am Mittag kam Muni. Du hast gestern bei Tina Sukia einen Besuch gemacht. Er war grimmig, mein Ex-Polizeiboss. Was für ein dummer Zufall. Du tauchst auf, sie stirbt. Nein. Ich muss wissen, warum du mit ihr reden wolltest. Und du wirst es mir auf der Stelle erzählen, weil es nämlich Teil einer offiziellen polizeilichen Ermittlung ist. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich arbeite für meinen Lebensunterhalt, Moni, genau wie du. Meine Klienten verlangen ein wenig Diskretion. Oder werde ich verdächtigt? Jeder ist verdächtig. Und wer immer dich zu Tina Zukia geschickt hat, sollte besser nicht die Stadt verlassen. Hast du den Freund vernommen? Tony Foley ist vorerst aus dem Rennen. Die Sache ist im Institut passiert. Man hatte Miss Sukia längst gekündigt, aber unangemeldet war sie am späten Abend plötzlich aufgetaucht mit einer Überdosis Barbiturate-Intus. Arbeitest du für das Institut? Wenn Tina medikamentenabhängig war, könnte das der Grund sein, warum ihr gekündigt wurde. Es kann aber auch Suizid sein. Und es kann sogar sein, dass sie in irgendeine Schweinerei verwickelt war und jemand sie aus dem Weg gerottet hat. Was weißt du, Carlotta? Ich kann dir nur sagen, dass ich gehofft habe, sie wäre eine Zeugin für meinen Fall. Es passt mir wirklich nicht, dass sie tot ist und dass das jetzt dein Fall ist. Ich gebe dir 24 Stunden, um deinen Fall abzuschließen. Dann spätestens spuckst du alles aus. Das ist nicht fair, Moni. Du kannst mir vertrauen. Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Wie die Liebe. Er versuchte noch immer, mich von meinem Liebhaber Sam Gianelli wegzulocken. Damit hätte er vielleicht sogar Erfolg gehabt, wenn er nicht mein Chef gewesen wäre, als ich noch Kopf war. Okay. Von Liebe verstehe ich nichts. Nur von Lust. Tony Foley reagierte diesmal nicht auf die Türklingel. Ich stand vor dem Haus und überlegte, was ich tun könnte. Da ging die Haustür auf und er rannte an mir vorbei, als liefe er von mir davon. Er war im Jogginganzug, legte einen Sprint hin und lief mit lockeren Schritten den Park Drive hinunter. Ich setzte mich in Bewegung. Ich weiß nicht, ob ich ihn eingeholt hätte, wenn er nicht gestolpert wäre, am Flussufer, wo die Gänse den Kai bevölkern. Lassen Sie mich in Ruhe. Wieso rennen Sie denn weg? Ich muss schließlich nicht mit Ihnen reden. Haben Sie sich den Knöchel verstaucht? Es wird bestimmt super dick, wenn ich kein Eis drauf packe. Wenn Sie hier lange genug rumhoppen, friert vielleicht der Fluss zu. Helfen Sie mir jetzt, oder was ist? In einem Bistro bekamen wir Eis für Tonis Knöchel. Und ich wollte endlich Informationen. Die Cops sind ein Haufen Scheiße, die verdächtigen sogar mich. Haben Sie die Polizei angerufen, als Tina nicht nach Hause kam? Die haben mich angerufen. War sie im Institut unglücklich? Deprimiert über irgendwas? Warum sollte ich es Ihnen erzählen? Sie ist tot. Sie war eine verdammt gute Krankenschwester. Sie versuchen, ihr was anzuhängen und drehen es so, dass wieder meine Farbig an Drogen krepiert ist. Kennt man ja. Was anzuhängen? Vor einer Weile. Anfang des Jahres, bevor sie das Institut aufgegeben hat, kam sie völlig aufgelöst nach Hause. Ging gleich ins Schlafzimmer. Wollte nicht mal mit mir reden. Ich habe was gekocht. Sie hatte keinen Hunger, hat geduscht.
Ich weiß, dass es ihr wirklich dreckig geht, wenn sie abends duscht statt morgens. Als wollte sie was von sich runterwaschen. Als sie wieder aus der Dusche kommt, frage ich sie also direkt, ob sie ein Kind verloren hat. Ja, und? 7 Jahre ist sie schon Krankenschwester. Und immer haut sie es um, wenn sie ein Kind verliert. Da hat sie diesen Ausdruck auf dem Gesicht und sagt, weißt du, ich habe schon schlimme Tage erlebt, aber heute war mein Rekord. Und dann erzählt sie mir, sie hätte 3 verloren. 3 an einem Tag, 1 nach dem anderen. Alle 3 richtig krank, okay, aber sie konnte es nicht verstehen. Machte sich furchtbare Vorwürfe, dass sie vielleicht was falsch gemacht hätte. Ist sie deshalb gefeuert worden? Nein. Gab es eine Untersuchung? Weiß nicht. Hab auch nicht gefragt. Wollte nicht, dass sie sich wieder aufregt. War verdammt froh, dass sie da endlich aufgehört hat. Können Sie sich erinnern, ob Tina jemals eine Frau mit Namen Emily Woodrow erwähnt hat? Nein. Tut mir leid. Und Zico? Gibt es etwas, an das Sie sich im Zusammenhang mit Zico erinnern können? Doch. Jetzt fällt mir was ein. Ich habe da einen Brief liegen sehen. Tinas Sachen waren tabu, okay. Aber der Brief lag da rum. Hat die Polizei den nicht gefunden? Na, der lag nicht mehr so rum. Den habe ich. Ich glaube, den darf keiner sehen, sonst denkt man, Tina sei mir Schugge oder so. Natürlich wollte ich den Brief. Natürlich hatte er nicht bei sich. Und natürlich wollte er mit seinem kaputten Knöchel nicht gleich zurück, sondern zum Arzt. Schließlich überredete ich Toni, ihn mir zu schicken. Ich gebe zu, mit Geld. Hat sich Mrs. Woodrow bei Ihnen gemeldet? Bei mir nicht. Ich dachte, Sie sind mit ihr in Kontakt. Ich erreiche Emily überhaupt nicht. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Wie nahe stehen Sie ja eigentlich? Glauben Sie etwa, ich würde mit ihr schlafen? Naja. Zur Abrundung der Therapie? Sie wäre gar nicht mein Typ. Darum geht es jetzt nicht. Wollen Sie nicht wissen, wer mein Typ ist? Keith, Emily Woodrow ist verschwunden und Sie baggern mich hier an. Sagen Sie mal, haben Sie keine anderen Ideen? Heute Morgen ist die Leiche einer Krankenschwester im Institut gefunden worden, Tina Sukia. Mrs. Woodrow hat Tina Sukia gekannt. Wäre es möglich, dass Emily Tina umgebracht hat? Sie sind ja forsch, mein lieber Schwan. Und sich dann selbst getötet hat? Leute, die vermisst werden, tauchen manchmal tot wieder auf. Die meisten Leute denken irgendwann mal an Suizid. Die meisten Leute interessieren mich nicht. Hat Emily Ihnen gegenüber erwähnt, dass sie es tun könnte? Wegen Rebeccas Tod oder... war sie auf Rache aus? Sie müssen doch irgendetwas wissen, Herrgott. So hat mich noch keine genannt. Keith! Ich habe Emily Beruhigungsmittel verschrieben. Mehrere Sorten. Und jedes Mal behauptete sie, es wirke nichts. Bis ich dahinter kam, dass sie sie gar nicht nimmt, sondern hortet. In einem stimme ich Ihnen zu, Carlotta. Emilys Rachegelüste richteten sich bald mehr nach außen, als nach innen, wie zu Anfang. Geben Sie mir eine Liste aller Leute, die sie je erwähnt hat. Und hören Sie, Keith. Ich brauche den medizinischen Bericht über die kleine Rebecca. Als Therapeut von Mrs. Woodrow können Sie sich den doch beschaffen, hm? Ich kann's versuchen. Und wenn Sie schon dabei sind, wäre es gut, auch die Akten der anderen verstorbenen Kinder zu besorgen. Es müssen noch 2 am selben Tag gewesen sein. Ah, und noch was. Ich habe mit Dr. Muir gesprochen. Ach was, mit Gottvater persönlich? Seien Sie vorsichtig, ich fürchte, der Mann hat gemerkt, dass an dem Fall gebohrt wird. Carlotta, ich darf Sie doch so nennen. Wenn mit Rebeccas Tod etwas nicht gestimmt hätte, dann wäre Dr. Muir der Erste, der eine Untersuchung einleiten würde. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir sollten mal miteinander ausgehen. Nicht, ehe Mrs. Woodrow wieder auftaucht. Sollen wir es einfach köcheln lassen? Meine Großmutter hatte viele Redensarten. Einer will leben und kann nicht, der Zweite kann leben und will nicht. Das war ihr jiddischer Universalkommentar zur Ungerechtigkeit und Sinnlosigkeit dieser Welt. Wenn Tina von jemand anderem als Emily umgebracht worden war, dann konnte meine Klientin auch ermordet worden sein. Ich wusste nicht weiter, aber meine Güte, ich wollte nicht immer und in jeder Minute weiter wissen. Ich rief Sam Janelli an. Wie wär's allmählich mal mit Frühstück, Carlotta?
Ich für meinen Teil bin langsam im Leben. Wenn ich nicht gerade einen festen Bettgenossen habe, einen normalen Abend- und Morgenmann, kommt mir ein Typ meist zu schnell, ist zu leicht befriedigt, schlummert zu rasch ein und hat andern Tags ganz schnell einen Haufen dringender Sachen zu erledigen. Ich brauche lange für alles und Sam weiß das. Er vergisst es nur immer wieder. Manchmal vermisse ich die Verrücktheit Frischverliebter, die noch keine Ahnung haben, aber zu allem bereit sind. Dann eben kein Frühstück. Fast unbewusst blendete ich das Bild Keith Donovans ein, wie er seine Krawatte knotete, vertauschte es mit der Vorstellung, wie er sich gerade den Gürtel löst. Nein, Sam. Kein Frühstück. Da hat ein Typ angerufen, Harold Woodrow. Er sei der Ehemann von Emily Woodrow. Sagt dir das was? Ehemann? Er war ganz aufgeregt. Davon hat sie mir gar nichts erzählt. Er hat mich ausgefragt. Und was? Ich habe nur das Nötigste gesagt. Und da hat er mir eingetrichtert, du sollst nichts unternehmen und die Polizei aus dem Spiel lassen. Was? Solange er auf Dienstreise sei. Seine Frau ist verschwunden und er will die Polizei aus dem Spiel lassen. Los, Ross, wir fahren sofort hin. Wir? Wieso sagst du nicht Mooney Bescheid? Das wäre das Letzte. Ross, du musst Schmiere stehen. Und wenn's eine Falle ist? Dann musst du mich beschützen. Du hast doch hoffentlich nichts Besseres vor. Nein. Nur ein Date mit Lemon. Ross legte sofort eine Kassette ein. Während der Fahrt merkte ich, dass ich an den Kreuzungen in die leeren Straßen hineinspähte und die Gegend prüfend überflog, wie ich es als Polizistin getan hatte. Die schwarz-weißen Schatten nach Emily Woodrow absuchte, mir wünschte, ihre Lieblingsplätze zu kennen, genau zu wissen, worauf ich mich konzentrieren musste, hoffte, sie vor Mooney zu finden. Hatte sie Tina umgebracht? Hatte Tina Rebecca umgebracht? War es letztlich das? Auge um Auge? Oder hatte jemand Tina und Emily ermordet? Tina, weil sie über Rebeccas Tod Bescheid wusste, Emily, weil sie das Geheimnis von Tina erfahren hatte. Die Musik füllte meinen Kopf, aber sie beantwortete keine Frage. Ich dachte, das Haus sei nagelneu. Aber der Keller sieht verloddert aus. Rissiger Zementboden, freiliegende Balken. Hier riecht's nach Chemie. Das kenne ich. Das ist bestimmt ein Fotolabor. Lass mich mal, da weiß ich Bescheid. Auf Holzregalen standen große Flaschen aus farbigem Glas. Fixativ, Entwickler, unbeschriftete Flüssigkeiten mit scharfem, beißendem Geruch. Zwischen Pappdeckeln lagen Zeitschriftenausschnitte. E.J. Rooley, Mann Carlotta, das war mal eine Fotojournalistin, ganz bekannt sogar. E wie Emily. Ja, natürlich. Deshalb die brillanten Schnappschüsse ihrer kleinen Tochter. So klar, so scharf, so aufschlussreich. Über unseren Köpfen hingen Bilder wie Wäschestücke auf einer Leine quer durch den Raum. 6 Aufnahmen. 6 Fotos, deren Motiv eindeutig nicht Rebecca war. Das Innere einer alten Fabrik. Einer wirklich alten Fabrik, siehst du? Rohre, Fässer, Kühlbehälter, Schläuche, hier sogar Abflüsse im Boden. Und die bräunlichen Flecken, das ist bestimmt Rost. Und dann sah ich eine zweite Leine mit Fotos. Außenmauern diesmal. Und plötzlich wusste ich, wo das war. Emily hatte Fotos vom alten Fabrikgelände neben dem Institut gemacht. Longwood Avenue hieß die Straße. Auf dem Tisch lagen unentwickelte Filme. Lass uns das Zeug einfach klauen und ab in mein Fotolabor damit. Und vergrößern bis zum geht nicht mehr. Ross hatte recht. Wenn wir schon einen Einbruch machten, kam es auf Diebstahl auch nicht mehr an. An dem Januartag starben 5 Kinder im Institut. 5? 5. Hier sind die höchst vertraulichen Krankenberichte. Bekomme ich einen Kuss? Keith, Sie sind pietätlos. Na, dann eben nicht. Die Namen sind Avalon Reaney, Eaton Fitzgerald William, Milbury Heather, Schoolman Justin, Woodrow Rebecca. Und? Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Alles Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie. Und sie sind alle am selben Tag im Institut gestorben und waren zwischen 11 und 7 Jahre alt.
Nur zu fragen, warum Rebecca Woodrow gestorben ist, das reicht jetzt nicht mehr. Ich bete, dass wir es in den Berichten finden. Ich will nicht auch noch Heathers Mutter, Williams Eltern oder Renees Angehörige ausfragen müssen. Keith, ich müsste wissen, ob sie an ihrem Todestag alle das gleiche Medikament oder dergleichen bekommen haben. Nein, es scheint komplizierter zu sein. Auf Rebeccas Totenschein steht einmal ALL. Das ist die akute lymphatische Leukämie. Und dann noch etwas anderes. Sepsis. Was heißt das denn? Blutvergiftung. Bakterien im Kreislauf. Wodurch verursacht? Die Sepsis durch irgendeine Infektion. Führt das schnell zum Tode? Das hängt von allen möglichen Faktoren ab. Und was heißt das hier? Cefamycin. Das ist ein Medikament für die Chemotherapie. Aha, und woher kommt es? Cefagene Company. Und wie wird es verabreicht? Intravenös. Was heißt das genau? Allmähliche Verabreichung mittels Langzeitinfusion in einer intravenösen Kochsalz- oder Glukoselösung. Okay? Also ein Tropf. Ja, ein Tropf. Und wenn der Auslöser der Vergiftung, der Sepsis, im Tropf ist, wie lange dauert es dann, bis ein Kind daran stirbt? Wenn die verabreichte Flüssigkeit kontaminiert ist, was höchst unwahrscheinlich ist, dann bekommt der Patient Schüttelfrost, hohes Fieber, der Blutdruck sinkt ab. Der Patient stirbt innerhalb weniger Stunden oder noch schneller. Ich zeige Ihnen jetzt was, das Emily mir heimlich zugesteckt hat. Fotos, ich weiß doch. Nein, etwas anderes. Ein Schnipsel von einer Folie. Einer Verpackungsfolie. Und inzwischen weiß ich, dass es mit C-Co zu tun hat. C wie Cefagene. Gut kombiniert. Aber woher hatte sie das? Ich schnappte mir ein Telefonbuch und versuchte mein Glück bei der Cefagene Company in Orlando, Florida. Ich gab mich als Mrs. Hudson vom Institute aus und geriet über Umwege an einen Verkaufsleiter. Genau, oder? Sie stellten Cefamycin her. Ich tat so, als hätte ich eine Nachbestellung und wolle die Verpackung vergleichen. Da wurde er misstrauisch. Sie hätten nur eine einzige Verpackung. Er beschrieb mir die, die ich als Schnipsel hatte. Ich legte rasch auf. Sie sind eine wundervolle Lügnerin, Carlotta. Und ich kann gut mit Gewalt umgehen. Eine reizvolle Kombination. Finden Sie nicht? Sie sagten doch immer langsam, bis Emily gefunden ist. Ich habe sie beim Wort genommen. Ich mag es, wenn man mich beim Wort nimmt. Wir haben jetzt Folgendes. Tina Sukia hat von drei Kindern gesprochen, denen sie Medikamente für die Chemotherapie verabreicht hat. Cefamycin ist das Medikament. Wir haben nun 5 Patienten und alle müssen an ihrem Todestag Cefamycin bekommen haben. Und? Tina Sukia ist tot. Ja? Hallo? Hier ist Mooney. Ja, das höre ich. Mooney, ich brauche noch Zeit, okay? Hör erst mal zu. Das Labor hat an Tina Sukias Kleidung Rost gefunden, Carlotta. Ein paar Flecken vorne, unten am Mantelsaum. Klingelt's da bei dir? Was meinst du, Mooney? Ich weiß inzwischen, dass Emily Woodrow deine Klientin ist und wir haben im Haus der Woodrows dieselben Rostfleckchen gefunden wie auf Tinas Kleid. Von Rost weiß ich nichts. Bei mir kam die Klientin sauber an. Carlotta, ich warne dich. Aber sie ist verschwunden und ich meine, du solltest dich lieber um ihren Ehemann kümmern, der nichts Dringenderes im Kopf hat, als mich anzurufen, damit ich die Polizei aus dem Spiel lasse. Ehemann? Gut, ich kümmere mich darum. Ich melde mich wieder, okay, Carlotta? Tu nichts Unüberlegtes, ich bitte dich. Ross beschäftigte sich mit dem Entwickeln und Vergrößern der Fotos, als der Briefträger mir den sehnlichst erwarteten Brief von Tony Foley brachte. Als ich diesen Brief las, spürte ich Stiche im Magen, als hätte er ein Geschwür verursacht. Jedes Mal, wenn jemand an meine Tür kommt, jedes Mal, wenn es klingelt, habe ich Angst. Sie kämen, um mich zu verhaften. Der Brief war an die Weltgesundheitsorganisation in Bern gerichtet. Der Umschlag war nie zugeklebt worden und erst recht nicht abgestempelt. Selbst wenn ich das Medikament vom falschen Platz genommen habe, weiß ich, dass ich nicht wirklich schuldig bin. Vielleicht trauen sie mir nicht. Aber ich hatte auch Angst um mich selber, hatte Angst, die würden alles so hinbiegen, als sei es nur meine Schuld. Eine der Mütter lässt nicht locker und ich glaube, ich bin ihr eine Erklärung schuldig. Mit blauem Kugelschreiber, handgeschrieben, konnte der Brief nur ein Entwurf sein, denn er war voller Korrekturen. Ich habe mir noch nicht alles zusammenreimen können, aber ich lege ein Stück von einer Cefamycin-Verpackung bei, die Sorte, in der 50 Fläschchen a 25 Milligramm verpackt sind. Können Sie überprüfen lassen, ob an der Versiegelung irgendwie herumgemacht worden ist? Sie müssen doch Labors haben, in denen Sie das machen können. Ich habe noch einen Karton gesehen, der ins Ausland gehen soll, nach Korea. Meine Eltern stammen aus Korea und ich bin froh, wenn ich den Menschen helfen kann.
Aber andererseits bereitet es mir auch wieder Sorgen, wenn die Medikamente nicht das sind, was sie versprechen. Es ist zu viel Geld im Spiel. Solange Mooney hinter Ehemann Harold Woodrow her war, hatte ich Zeit für meine eigene Suche, die ich Mooney nicht auf die Nase binden wollte. Ungeduldig wartete ich, dass es Abend würde. Ich zog noch eine schwarze Jacke an, um mich der Dunkelheit anzupassen, fuhr zu dem Fabrikkomplex, einem verwahrlosten Schandfleck, und wusste nicht, was ich eigentlich suchte, außer einer Möglichkeit, irgendwie hineinzukommen. Die Fenster auf der Vorderseite waren mit Sperrholz vernagelt. Zwischen dem Gebäude und dem angrenzenden Institut war nur eine winzig schmale Gasse, in die ich mich zwängte. Meine Taschenlampe setzte ich so spärlich wie möglich ein. An der Hinterfront fand ich eine Tür mit einem Vorhängeschloss, das glänzte. Ich kniete mich vor die Tür, die Zunge zwischen den Zähnen, das Dröhnen des eigenen Herzschlags in den Ohren. Das Schloss vor dem Türriegel war fast neu. Darunter befand sich ein kleines Schild, gegen den Regen mit Plastik beschichtet, auf dem C.Co. stand. Ich erhob mich, ließ den Lichtkegel über die Türkante gleiten und betastete die Scharniere. Ich rieb Daumen und Zeigefinger aneinander und hielt sie mir unter die Nase. Öl. Die Scharniere waren vor kurzem geölt worden. Jetzt sah ich auch frische Reifenspuren, tiefe, breite Spuren im Matsch der Gasse. Der Rand des Lichtkegels beleuchtete meine Hose, als ich mich eben wieder hinknien wollte. Rost. Rostflecken. Wie die auf Tina Sukias Kleidern. Ich machte, dass ich wegkam. Ich schellte 5-mal hintereinander und drückte dabei den Daumen so fest auf die Klingel, dass mir die Knöchel wehtaten. Ich schlug den Messingklopfer an und haute noch einmal auf die Klingel. Ich wollte eben die Tür eintreten, als ich endlich Schritte und das Rasseln der Sicherheitskette hörte. Hölle und Teufel, was wollen Sie denn? Mitten in der Nacht. Wie er da vor mir den Schlaf wegblinzelte, hatte er seine Augen nicht unter Kontrolle und wirkte sehr jung. Diesmal war ich mir sicher, es sei Emily Woodrow. Aber ich brauchte seine Hilfe, sofort. Ich trat ins Haus, gerade als sein Telefon klingelte. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht warum, aber ich riss ihm den Hörer aus der Hand, weil ich überzeugt war, Emily sei dran. Ich hörte ein Schnaufen und plötzlich eine resolute Stimme, die Mrs. Hodges rief. Und schon war die Verbindung unterbrochen. Wer war das? Emily Woodrow will sie erreichen, da bin ich mir sicher. Auch wenn sie als Mrs. Hodges angeredet wurde. Hodges? Emily liegt im Institut und wird als Mrs. Hodges ausgegeben. Sie reiben sich da nicht was zusammen, Carlotta. Rufen Sie an. Fragen Sie nach Mrs. Hodges. Sie hätten mir nicht den Telefonhörer aus der Hand nehmen sollen. Er war beleidigt, aber vielleicht aus Ratlosigkeit. Ich brachte ihn dazu, im Institut anzurufen. Und ich fand, er konnte fast so gut lügen wie ich. Als er auflegte, war er weiß wie ein Bettlaken. Mrs. Hodges liegt 5. Stock rechts. Die Krebsstation, erwachsene Patienten. Wieso sind Sie so sicher, dass es Emily Woodrow ist? Der Bauch denkt schneller als der Kopf. Wenn Sie sich irren, Carlo, da kommen wir in Teufelsküche. Das sowieso. Also los! Emily! Auf dem schmalen Bett schlief eine Frau, den Mund offen, mit leisem Schnarchen. Ein saurer Geruch stieg aus den verknautschten Laken. Eine gewisse Ähnlichkeit mit den Fotos des toten Kindes. Das war alles, was mich an der Schlafenden noch an Emily Woodrow erinnerte. Neben einem Paravent stand ein Rollstuhl. Passen Sie um Himmels Willen auf, dass die Bremsen an dem Ding angezogen sind. Und nehmen Sie Emilys Beine, ich greife unter die Achsel. Wir packten fest zu, hoben sie auf den Rollstuhl und stopften ihr Kissen in den Rücken. Ich schiebe, halten Sie die Türen auf. Ich weiß nicht, wer uns gesehen hatte. Jedenfalls ging alles sehr schnell. Gottvater Muir höchstpersönlich trat uns im Flur entgegen. Wie können Sie es wagen? Wir wissen, wer sie ist. Und Sie werden mich nicht hindern, meine Patientin von hier wegzuschaffen. Was mischen Sie sich ein? Sie Dreckskerl! Aus dem Weg, Muir! Muir starrte nur Emily an und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Dann setzte er sich langsam auf ein Krankenbett und war ein alter, grauer, müder Mann. Mehr nicht. Wir eilten los und niemand hielt uns auf. Wir müssen ins Brigham Hospital mit ihr. Ich weiß nicht, wie ich sie von all diesen Medikamenten herunterkriegen könnte, ohne einen Kreislaufkollaps oder weiß Gott was zu riskieren. Wie lief
lieferten Emily im Brigham Hospital ab und ich rief Mooney an, der stinkwütend reagierte. Dein Tipp mit dem Ehemann war Mist. Der ist Anwalt und war nur auf Geschäftsreise. Der Mann ist deprimiert genug wegen seiner verschwundenen Frau. Du schickst ihm die Polizei ins Haus. Ich fand das jetzt unwichtig. Ich erzählte ihm von den Fotos und riet ihm, sofort einen Durchsuchungsbefehl für die alte Fabrik zu besorgen. Er hatte noch ein Gespräch auf der zweiten Leitung und war plötzlich kurz angebunden. Ich muss ins Institut, es gibt eine Leiche. Ein Dr. Muir, große Nummer, glaube ich. Als ich ins Institut zurückkam, wuselte schon ein halbes Dutzend Polizisten herum. Ich heftete mich einfach an Moonies Fersen, als gehörte ich noch zu seiner Belegschaft. Eine Krankenschwester erklärte, bei Muir sei nichts mehr zu machen gewesen. Es klang merkwürdigerweise so, als empfinde sie eine gewisse Genugtuung, als sei der Sieg des Todes über einen Arzt etwas, das einen fröhlich stimmen könnte. Mooney befragte Dr. Ransell, der behauptete, eine Frau habe sich zu Muir geschlichen. Sie müsse die Täterin sein. Er beschrieb sie als Mrs. Hodges. Er wusste einfach noch nicht, dass diese Frau, Emily Woodrow, längst aus dem Krankenhaus befreit war. Einen Moment dachte ich über seine Tölpelhaftigkeit nach und bekam zu spät mit, was er mit Mooney anstellte. Bewegen Sie sich nicht. Dr. Ransell. Sprechen Sie nicht. Tun Sie nichts. Mooney. Mooney sackte zusammen, die Augen blicklos, der Mund offen. Er wollte sprechen, konnte aber nicht. Ransell zog die Hand aus der Kitteltasche und da sah ich die dünne Nadel, die er fest zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. Mooney hatte sie gar nicht bemerkt, womöglich den Einstich gar nicht gespürt. Ransell packte mich, die Spritze, in der rechten Hand. Gehen Sie zum Aufzug, los doch! Ich war plötzlich seine Geisel. Der Aufzug kam nicht und Ransell wurde nervös. Wir nehmen die Treppe. Ich musste ihn irgendwie bremsen, Zeit gewinnen, während er mich die Treppen hinabzog. Ich redete über die Medikamente, den Karton, die Kontaminierung der Arzneien und ich versuchte, aus ihm irgendwie Informationen zu kitzeln. Rasch wandelte sich seine Nervosität in Eitelkeit. Gern bin ich Sie nicht. Warum stand denn der Karton auf Ihrem Schreibtisch? Warum haben Sie das Zeug nicht drüben in der Fabrik gelassen? Warum haben Sie riskiert, Ihr eigenes Krankenhaus zu kontaminieren? Ich musste den Strichcode überprüfen, um sicher zu sein, dass die Verpackung up-to-date war. Und da kommt diese koreanische Schlampe und greift sich den falschen Karton und unsere eigenen Kinder sterben. Komm, schnüffel deine Mutter hier herum und schleppt noch Sie an. Je mehr wir redeten, desto triumphierender gebärdete er sich. Seine ganze Haltung war die des Winners, der der armseligen Geisel die Asse zeigt. Selbstverständlich sind das billige Imitate von Hightech-Arzneien. In all den Drecksländern sterben die Leute doch sowieso. Verseuchten Wasser oder was weiß ich. Da merkt doch keiner was. Und wieso haben Sie Mrs. Woodrow nicht getötet? Ich habe bessere Pläne. Man könnte sie als ein pharmazeutisches Forschungsprojekt von mir bezeichnen. Die Polizei wird wahrscheinlich feststellen, dass sie mir als bereitwillig den Mord an der Sukea gesteht. Jeden Mord, auch den an der eigenen Tochter. Ich schaute auf Ransels Füße hinunter. Links, rechts, links, rechts. Er trug braune Slipper, auf Hochglanz poliert. Teuer, aber nicht rutschfest. Ich achtete auf meine eigenen Schritte im Verhältnis zu seinen. Ich beobachtete, zählte, passte mich seinem Rhythmus an. Ich würde sie als Passierschein brauchen. Die Cops sind sehr vorsichtig, wenn man eine Frau als Geisel hat. Wie viele Stufen konnte ich herunterfallen und trotzdem hinterher wieder aufstehen? Wie schnell würde er mit der Spritze zustechen? Als mein rechter Fuß über der Stufe schwebte, machte ich einen riesen Schritt zur Seite und ließ mich die Stufen hinunterrollen. Er schrie etwas, kam ebenfalls ins Straucheln. 7 Stufen tiefer wollte ich nicht stürzen. Es tat höllisch weh. Ich riss meine Schultertasche vor die Brust und drückte sie an mich. Ich fühlte die Umrisse meiner Waffe, Kaliber 38. Ob die dünne Spritze wohl zerbrach? Oder ob er sie unabsichtlich drückte, unschädlich machte? Ob er sich die gottverdammte Hand brach? Würde ihm seine blöde Brille von der Nase fliegen oder ins Auge gedrückt werden? Wir landeten am Fuß der Treppe, ein wirres Durcheinander von Armen und Beinen, und ich merkte, dass ich mich bewegen konnte. Ich warf mich auf ihn, schrie unaufhörlich und wühlte mit der Hand in der Tasche, bis ich die Waffe heraus hatte und ihm an den Hinterkopf drückte. Die Spritze war nicht mehr zu sehen. Er krümmte sich und ich bohrte ihm die Mündung in den Nacken. Meinem Gefühl nach war ich am ganzen Leib grün und blau. Es war höchste Zeit, dass 2 Polizisten die Tür aufrissen, die Pistolen im Anschlag. Ach,
Lässt du dich auch mal blicken, Carlotta? Dein Mr. Donovan hält Nachtwachen bei seiner Patientin Woodrow, aber ein Patient wie ich darf hier versauern. Ich kann doch selber kaum laufen, Mooney. Ich bin froh, dass du lebst. Muir ist durch Ransels Giftspritze umgekommen. Mich haben meine Kollegen rechtzeitig gefunden. Du warst ja plötzlich weg. Oh, ich will dich stören. Wie geht's Emily Woodrow? Wir tun unser Bestes. Ransel hat sie mit einem ganzen Drogencocktail vollgepumpt, aber wir kriegen sie schon über den Berg. Du hättest keinen Alleingang machen dürfen, Carlotta. Ich war doch auch noch da. Beide schauten mich an, als wollten sie mich dringend zum Essen ausführen und als wäre ich ihnen wer weiß was schuldig. Und ich dachte an einen hübsch gedeckten Tisch mit Kerzen, an zwei Hände, die sich mir entgegenstreckten und an Sam Janellis unnachahmliches Lächeln.